S wie Spitzwegerich. Die Blätter des Spitzwegerich sind reich an Vitamin C und lassen sich vielfältig verarbeiten, beispielsweise in Wildkräutersalaten oder Frischkäse sowie als Pesto. Der Spitzwegerich ist in Europa heimisch, da er jedoch sehr widerstandsfähig ist und sich recht einfach vermehrt, findet man die Pflanze mittlerweile über weite Teile der Welt verteilt. Insbesondere an Standorten mit nährstoffreichen und feuchten Böden, wie etwa Wiesen und Waldlichtung, ist er angesiedelt. Man kann ihn aber auch in Höhen von etwa 1800 bis 2100 Metern antreffen. Die Pflanze wurde bereits im Altertum als europäische Volksmedizin genutzt und von den Germanen Leckeblatt, also Heilblatt, und von den Griechen Anoglosson, also Lammzunge, genannt. Die Blätter des Spitzwegerichs können beispielsweise als selbst hergestellter Tee sowie als Hustensaft aus der Apotheke Verwendung finden. Sie lösen den Schleim, wirken reizmildernd und lindern Entzündungen. Zieht man sich unterwegs kleinere Verletzungen, zum Beispiel beim Wandern, zu, kann man Spitzwegerich auch äußerlich als Medizin für unterwegs nutzen, indem man ein sauberes Blatt der Pflanze zwischen den Fingern verreibt oder zerkaut und auf die Wunde legt. Diese wird dadurch desinfiziert und die Blutung gestoppt, als auch der Heilungsprozess gefördert. Der Spitzwegerich besitzt aufgrund seiner entzündungshemmenden und wundheilungsfördernden Fähigkeiten ein breites Anwendungsspektrum im medizinischen Bereich. Hauptsächlich wird er jedoch aufgrund seiner antibakteriellen und schleimlösenden Wirkung für die Anwendung auf der Haut und in den Atemwegen eingesetzt. Übrigens, Spitzwegerich diente im Mittelalter zudem als Gegenmittel bei einem unerwünschten Liebeszauber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da. Und wenn du nichts mehr verpassen willst in Bezug auf einzigartige Heilkräuter und anderen für dich wertvolle Themen, dann lass uns doch ein Abo da, vergiss nicht die Glocke zu aktivieren und lass uns unten in den Kommentaren deine Meinung da. Bis dahin und ciao.